Willkommen zum Rift Report, eurem neuen Patreon-Down, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Kurz vorweg, jeglicher Educational Content wird nur noch 2 Wochen lang auf diesem Kanal laufen. Keine Sorge, ich höre nicht auf, allerdings wird es jeglichen Educational Content, also den Rift Report, Kluftkurier und so weiter, in Kürze nur noch auf dem Uniliga eSport Campus Kanal geben, den ihr in der Beschreibung findet. Dieser Educational Content wird auch das einzige sein, was auf diesem Kanal läuft. Abonniert den Kanal also direkt schon einmal und aktiviert die Glocke, denn das, was wir dort posten, wollt ihr nicht verpassen. Um 15 Jahre League of Legends zu feiern, starten mit Patch 14.20 die LoL Player Days. Insgesamt gibt es damit 10 Daily Rewards, die ihr nach und nach oder direkt am letzten Tag alle wegscheppern könnt. Die Rewards sind echt knackig: Icons, Blue Essence, Orange Essence, Mythic Essence und zu guter Letzt natürlich der Anniversary Skin. Teemo's ASU kommt ebenfalls mit Patch 14.20 auf die Live-Server. Damit erhöht Riot die RP-Preise für Happy Elf, Recon und Badger Teemo von 520 RP auf 720 RP. Heute am 8.10. könnt ihr sie aber noch zum reduzierten Preis kaufen. Ranked wird diese Season wie angekündigt deutlich schwieriger. Ihr werdet, falls ihr es eh schon nicht bemerkt habt, deutlich niedriger eingerankt und das LP-System ist grundsätzlich darauf ausgelegt, dass die Apex-Tiers nun schwieriger zu erreichen sind. Die LoL-Elo-Inflation der letzten Jahre war extrem, da ist das Ganze völlig richtig. Kommen wir direkt zu den Champion-Buffs. Aphelios ist übelste Grütze, daher gibt man ihm nun 20 zusätzliche Base-Leben und mehr Bonus-Eddy auf der Passiven. Nett gemeint, mehr als vielleicht 1% Winrate-Boost auf einem 45% Winrate-Trap ist das allerdings nicht. Caitlyn ist ebenfalls im gleichen Winrate-Bereich wie Aphelios angesiedelt. Sie bekommt mehr Attack-Speed-Ratio und mehr Secondary-Target-Q-Damage. Auch diese Changes sind ehrlicherweise ziemlich useless. Corki ist ja bereits seit langem der ungelogen schlechteste Champion im Spiel, daher gibt es nun gleich 3 Buffs, weniger Q-Mana-Kosten im Early Game und weniger E-Mana-Kosten auf den späteren Rängen. Dazu gibt es nun 150% Bonus-AD-Ratio auf dem W. Sollte eure schizophrene Stimme im Hinterkopf euch also mal wieder sagen, YOLO, rein mit dem W, so macht ihr jetzt damit wenigstens ein kleines bisschen Damage. Dafür, dass Lee Sin im späteren Spielverlauf in etwa so viel Value wie einen Globuli hat, ist sein Early Game viel zu schlecht. Riot macht es sich hier ganz simpel. 3 Base AD bekommt er schlichtweg und das ist echt massiv. Ich denke mal, so 1-2% Winrate wird das easy ausmachen. Nilas E hat nun keinerlei Cast-Zeit mehr, wird wahrscheinlich nicht viel bringen, fühlt sich aber bestimmt toll an. Pantheon soll gegen Tanks besser klarkommen, weshalb man seinen W Max HP Damage bufft. Irgendwie finde ich das ironisch, wenn ich bedenke, dass Pantheon früher mal der Armor-Tank-Schredder schlechthin war. Riven war letzten Patch ebenfalls komplett useless, nun macht man den Schritt und ändert das Scaling ihres Q von Total AD auf Bonus AD. Dabei gibt es natürlich sowohl für die Base Damage und Bonus AD Scaling Werte saftige Buffs. Tristana hatte ja letzten Patch das Problem, dass irgendein besonders schlauer Praktikant bei Riot nicht bedacht hatte, dass wenn man ihr vielleicht mehr Base Range gibt, man auch die Range des E und R anpassen sollte. Das hat Riot nun aber in diesem Patch endlich mal bedacht. Der dümmste und gleichzeitig frustrierendste Toplaner aka Trinamere bekommt mehr Attack Speed Ratio und mehr Armor pro Level. Ihr braucht keinen Abschluss in Mathematik, um zu wissen, dass diese Buffs ihn nicht wirklich viable machen. Jetzt bufft Riot aber die Bang Bros. Ja, Yasuo und Yone, und nein, das ist kein Scherz. Hallo, ja, spreche ich da mit der Polizei? Ich würde gerne eine Straftat melden. Ihr könnt euch allerdings entspannen. Ja, die beiden rasieren bei den Worlds ordentlich, hatten aber mit Patch 14.19 locker 2-3% Winrate verloren. Beide bekommen 10% mehr Crit Damage Scaling auf dem Q und Yasuo dazu noch einmal zusätzlich 10% zusätzliche Bonus Armor Pen auf der Ult. Bei den Champion Earths geht man zunächst Mundo an. Dass er einer der größten Gewinner des letzten Patches war, ja, das ist kein Geheimnis. Die Max HP zu Bonus AD Verwertung seines E wird damit kurzerhand genervt. Als kurze Einordnung, bei 3000 Bonus Leben sind das 12 AD weniger. Jhin ist momentan der einzige Crit ADC, der nicht Grütze ist, daher muss man den natürlich auch direkt mal nerven. Er verabschiedet sich von etwas AD pro Level und der Base Damage der Ult geht von den letzten beiden Rängen saftig nach unten. Mordekaiser ist ja auch so ein extremer High Complexity Champ, daher macht es sich Riot hier ganz simpel und zieht ihm einfach 10% Isolation Damage auf allen Q-Rängen ab. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein ziemlich ordentlicher Nerf. Poppy ist schon eine ewige Zeit lang sehr, sehr stark, daher nerft man den Champion mit dem schönsten LoL-Skin aller Zeiten direkt gleich zweimal. Der Passiv-Cooldown geht hoch und der E-Base-Damage runter. Dafür bekommt ihr allerdings mehr Monster-Damage-Cap auf dem Q. Riot findet AP-Shyvanner so semi-geil. Sie verliert daher 2% AP zu Movement-Speed-Scaling auf dem W. Dazu ordentliche 20 Base-Damage auf allen Drachen vorm E-Leveln und einfach mal 30% AP-Ratio auf der Ult. Ich wäre ja einfach dafür, AP-Shyvanner im Allgemeinen zu deleten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich dazu irgendeine Petition oder so machen soll. Singed verliert 0,5 Armor pro Level. Riot scheint diesem einen koreanischen Challenger-Bot Singed Main einfach nichts zu gönnen. Skarner wird auch noch einmal angepasst. Kurze 64.000-Dollar-Frage: Wie oft wurde Skarner inklusive diesem Patch seit seinem Rework in Patch 14.7 angepasst? 3, 6, 9 oder 12 Mal?
Die Antwort ist 9-mal und das nenne ich mal ein wirklich erfolgreiches Rework. Diesmal verliert er Max HP Damage auf der passiven und Max HP Damage auf seine E. Beides sieht nach einem nicht besonders kleinen Nerf aus. Odie war nun lange mehr broken als das Mantle von Draven Mains. Der QQ Monster Damage und RR Monster Damage werden beide ordentlich genervt. Dazu verliert er zwischen 5 und 10% Movement Speed auf seinem E. Zu guter Letzt haben wir Vega und nein, damit meine ich nicht diesen komischen Drachen aus House of the Dragon. Games gehen laut Riot etwa 5 bis 7% länger. Wer profitiert davon? Ja, dieser blöde Stacking Champ. Daher verliert er nun 10% AP Ratio auf dem Weg. Bei den Items hat Riot mal wieder einiges im Gepäck. Essence River wird 250 Gold günstiger, dafür verliert ihr allerdings 5 AD und 5 Ability Haste und im Buildpath ist nun kein BF Sword mehr. Collector verliert auch das BF Sword im Buildpath, wird 450 Gold günstiger, dafür verliert ihr allerdings auch 10 AD. Ist ein krasser Buff, wenn man bedenkt, dass das Item vorher nach absolute Meme war, dann aber vielleicht nicht mehr ganz so sehr. Static Shift war das einzig gute Crit Rush Item im Spiel, daher verliert das nun direkt mal 5% Attack Speed. Auch Yuntal Wild Arrows verliert das BF Sword im Buildpath und wird 250 Gold günstiger. Dafür verliert man hier 5 AD und 10 Serrated Edge Damage. Ich glaube kaum, dass das Item damit irgendwie einen Hauch besser werden wird. Fated Ashes verliert 5 Monster DPS und Liandry's Tor mit 10 Monster DPS. Ludens bekommt zwar mehr Fire Base Damage und Fire AP Ratio, dafür geht aber der Repeat Fire Damage von 50% des initialen Damage auf 20% des initialen Damage runter, was bedeutet, dass der maximale Single Target Damage nun bei 150 plus 10% AP statt 210 plus 14% AP liegt. Storm Surge war das wahrscheinlich beste Item des letzten Patches und verliert daher nun 5 AP und beim Squall Damage 25 Base Damage und 5% AP Ratio. Zu guter Letzt kommen wir nun zum Rammus Enjoyer Item. Es ist Thornmail und das Item verliert einfach mal 5 Armor und 5% Bonus Armor Ratio auf der Thorns Passive. Dafür geht aber der Thorns Base Damage auf 20 nach oben. Bei den Runen kriegt Face Rush eine Anpassung auf Range Champs. Die Rune ist im Late Game nun ein kleines bisschen schlechter und dafür im Early Game besser. Nimbus Cloak wurde ja letzten Patch auf Decaying Movement Speed umgepolt. Wer hätte es gedacht? Trotz mehr Movement Speed war das ein saftiger Nerf. Oh wow. Daher gibt es nun einfach nochmal on top ein bisschen mehr Movement Speed. Zu guter Letzt müssen nun alle Grasp Enjoyer, also fast alle Champions im gesamten Spiel, ein kleines bisschen leiden. Das Healing geht von 3 plus 1,2% Max HP Scaling auf 1,3% Max HP nach unten, beziehungsweise nach oben, wenn ihr mehr als 3000 Leben habt. Außerdem gibt es nun wieder 5/3 Max HP pro Stack. Das war's damit für den Rift Report für diesen Patch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann unterstützt uns gerne mit einem Abo oder Like. Macht's gut und möge eure Elo hoch und eure Winrate noch höher sein.